Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar, es geht um The Dear God, einem Indie-Spiel. Und ja, es ist ziemlich cool. Ich habe es so ein bisschen angespielt und fand das so geil und faszinierend. Weil da geht es um Reinkarnation und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das spielen wir mal. Reinkarnation ist die Wiedergeburt. So, ich habe jetzt hier 8% complete. Wir machen den Normal-Mode, kein Hardcore-Mode, weil Hardcore wäre ein bisschen zu Hardcore. So, hier, das ist das Entwicklerstudio und gleichzeitig auch der Publisher. Jetzt beobachten wir, was passiert. Don't think we're gonna find any tonight. Not in this weather. Yeah, I've had enough. Going to bed. You staying up? Gonna watch the fire a little while. See you in a bit. Finally. I have a shot at this one. Steady. This might be my only chance. So, hier sind wir nun. Human. You must redeem yourself for the brutal actions you have inflicted upon our kind. You must now feel what it feels like to be one of us. If you do not redeem yourself, there will be far greater consequences. The elders will be watching you. So, das war anscheinend der Ringtiergott. Und ja, wir haben was Böses getan und müssen dafür jetzt Buße tun, indem wir als Rentier leben. Okay, dann fangen wir direkt mal an. Es ist ein Side-Scrolling 2D. Adventure, würde ich mal sagen. Und wir können mit NPCs reden, in diesem Fall Tiere. Okay. Wir können jetzt Doppelsprung. Juhu! Cool. Bringt uns auf jeden Fall viel weiter. So, um anzugreifen, müssen wir nach vorne X drücken. Brauchen wir jetzt hier aber noch nicht tun. Ah! So, jetzt nochmal. Ich will dich in meinem Haus treffen. Okay. So, wir müssen jetzt hier überleben. Wir haben hier drei Anzeigen. Rot ist Leben, grün ist Futter und blau ist Stamina. So, Futtern finden wir hier überall. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht sterben. So, wir können nämlich den Hungertod sterben. Und das finde ich so faszinierend an diesem Spiel. So, Stachelschwein lassen wir jetzt mal in Ruhe. Hat uns nichts getan. Zumindest noch nicht. Manchmal verstecken sich hier in diesen Büschen auch Items. Zum Beispiel das hier. Die können wir dann hier aufrufen. Und dann sehen wir hier ein Schildkrötenei. So. Beschwöre eine Schildkröte. Na gut. Ja, wir springen natürlich, tun auch schön essen währenddessen. Und laufen und laufen und laufen. Und das ist eigentlich so das Einzige, was man in dem Spiel machen kann. Es kommen später noch Rätsel, was ich herausgefunden habe. Wir werden auch erwachsen, das sehen wir an der Anzeige links. Da steigen wir quasi nicht im Rang auf, sondern werden älter. Okay, da werden wir jetzt auch gleich die erste Alterung verspüren. Das hier sind Checkpoints. Kommen auch noch andere Checkpoints im Laufe des Spiels. Aber gut. So. Das ist noch ein großer Hirsch. Der ist schon ausgewachsen, nicht so wie wir. Warum die uns folgen, manchmal weiß ich gar nicht. Uns egal. Die freuen sich richtig, dass sie uns sehen. Als kleines Rehkitz. Ui, was haben wir hier gefunden? Ah, Lotus, Defy Gravity for a short time. Okay. Wir können damit quasi die Schwerkraft umgehen. Cool. So, Treibsand, da wollen wir nicht unbedingt rein. Zack. Das ganze Zeug hier können wir noch nicht... Na, verdammte Axt. Und genau das ist es halt. Wir können dann um die Ecke laufen und schon sind wir tot. Oh. Noch ein Leben? Das stimmt aber nicht. Wir haben noch ein paar Leben. Aber jetzt ist es so,
Ja, jetzt müssen wir halt wieder neu anfangen. Aua, und Füchse sind am Start hier. Vor denen müssen wir fliehen. Stachelschweine, verflucht. Okay. Wir sind immer noch ein kleines süßes Rehkitz. Und wir springen und springen und fressen und springen und fressen und springen. So. Okay, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir wieder runterkrachen. Hier ist wieder der ominöse Treibsand. So, und dann kommt ja gleich die Stelle, wo es uns letztes Mal zerberstet hat. Okay. Das hätten wir. Oh, hier wieder aufpassen. Also ich finde es richtig cool. Es hat auch einen schönen Charme, finde ich, als Spiel. Das war wirklich was ganz anderes, was ich sonst Let's Player oder auch sonst zocke. Ich war wirklich sehr positiv überrascht über dieses Spiel. Als das Ganze auch noch in Games with Gold Spielliste mit rauskam, fand ich es natürlich noch cooler. Und wir haben hier einige Biome zum Erkunden. Also hier gibt es ziemlich viel zu entdecken. Alter! Wie viele seid ihr denn? Da kannst du nichts machen. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall was zum Essen, sonst schaut es ein bisschen schlecht aus, Freunde. Hier könnten wir jetzt eine Fähigkeit freischalten. Und das tun wir auch. Weil wir haben als Rentier auch Fähigkeiten. Man mag es kaum glauben. Aber dem ist so. Wir müssen jetzt nur hier schauen, dass wir die Statue aktivieren können. So, das ist auch drauf. Und dann springen wir hoch. Wir sind ein bisschen erwachsener geworden. Jetzt können wir zum Rentier hochgehen. Zu diesem Steinrentier. Wir haben ja das Rätsel gelöst. Und kriegen irgendwas. So. Hallo. Und wir haben die Fähigkeit des Lichts bekommen. So. Da können wir so ein Ding hier beschwören. Wo wir Sachen anziehen können. So, hier rein. Ach, das ist dein Haus. Okay, wir sollten jetzt aber rausgehen, weil wir jetzt gerade am Hungertod sterben sind. Jetzt bitte, es muss doch hier irgendwas zum Essen geben, verdammt. Oh ja, Essen. Okay, wir brauchen aber mehr Essen. Das reicht natürlich lange noch nicht. Aber wir haben den Tod wieder mal ein Schnippchen geschlagen. Fürs Erste. Kacke, noch eins. Ja, was zum Essen. Noch erst zum Essen. Ich brauche das Essen. Lass mich in Ruhe. Ich muss essen. 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 Oh, wir können ja auch Liebe machen und dann ein Rentier-Bibi haben. Das wird dann auch sozusagen ein Checkpoint von uns, wie ich das verstanden habe. Ich lasse es immer hier liegen, weil wenn es uns folgt und stirbt, dann haben wir ein Problem. Oh, Gott sei Dank. Cool. Jetzt sind wir erstmal, was unser Essen angeht, auf einem sicheren Weg. So, und wir springen wieder. Oh Gott, ich sehe nichts, aber ich glaube, hier unten ist safe. Genau. Und dann zack, springen wir da rüber. Da hoch. Rüber. Oh, noch ein Stachelschweinchen. Das haben wir erledigt. Dann gibt es hier jetzt schön was zum Essen. Ein kleiner Waldbrand, da springen wir doch einfach drüber. So, da kommt dann die Feuerwehr und tut's löschen. Ja, ja. Hey, du Penner, der hat mein Essen gegessen.